Die letzten Vorbereitungen laufen. Morgen darf das Open-Air-Kino am Olympiasee wieder öffnen. Zwei Wochen später als sonst, aber immerhin knapp 2,5 Wochen früher als die normalen Kinos. Für die Vorbereitungen blieb nicht viel Zeit, man ist aber froh, wieder öffnen zu können. Wir sind sehr glücklich, Kino am Olympiasee wieder veranstalten zu können, unseren Besuchern ein Kinoerlebnis zu bieten. Das war jetzt relativ kurzfristig. Im Nachgang der Pressekonferenz von Markus Söder und dem Entscheid des Bayerischen Gesundheitsministeriums, dass grundsätzlich Open-Air-Kinos wieder genehmigungsfähig sind, haben wir direkt angefangen und unsere Liegestühle aufgebaut und ein besonderes Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt, um unseren Gästen den bestmöglichen Schutz zu bieten. Heuer wird es solche Bilder nicht geben. Der Biergarten wurde erst gar nicht aufgebaut. Die Liegen stehen in Zweierreihen zusammen, dazwischen der nötige Abstand. Tickets werden nur online im Doppelpack verkauft. Wir haben auch die Kapazität reduziert. Wir haben nur noch 2/3 der Sitzplätze und keine Liegeplätze mehr, damit nur noch 1/4 der Gesamtkapazität. Dennoch mussten wir unseren Preis nicht relevant erhöhen. Lediglich 1 Euro ist dazugekommen, den wir aus Solidarität an die Münchner Programmkinos abgeben werden. Ansonsten gilt Maskenpflicht auf dem ganzen Platz, in allen Schlangen. Nur auf dem Sitzplatz darf man die Maske abnehmen. Trotz des strengen Hygienekonzepts müssen die Besucher aber nicht auf die kulinarischen Kinoklassiker verzichten. Es gibt Popcorn, Nachos und Getränke wie gewohnt. Und dann wird man halt an seinem Platz sitzend die Sachen am besten zu sich nehmen. Und dafür haben wir auch an jedem Liegestuhl links und rechts noch ein Beistelltischchen angebracht, was diese Saison neu ist, um den Komfort gewohnt hochzuhalten. Morgen um 21:15 geht es passenderweise mit der Gesellschaftssatire Parasite, also Parasit, los.